Ja, jetzt will ich noch mal ein Video bringen, ein etwas längeres über Christian Lindner von unserer Kriegstreiberpartei von der FDP, wo die ja im Landtag in Sachsen und Thüringen so grandios abgestürzt sind, also schon gar nicht mehr messbar fast, die gewählt haben. Und er hat ja nun, wie gesagt, seine Verbindung auch, sage ich mal, zu dem Kapital, die ja auch von der Rüstung, sage ich mal, profitieren. Da soll man sich jetzt ja auch nicht wundern, dass Strack-Zimmermann und diese Personen einen Posten bekommen haben, so laut nach Waffen geschrien haben für einen Krieg. Es wird ja immer deutlicher, was hier abläuft. Und deswegen ist sein Absturz oder der Absturz der FDP, der ist jetzt bald vorprogrammiert und er wird sich fortsetzen. Und er hat ja nun, haben die ja eine unheimliche Häme bekommen, auch im Netz, weil er dachte, es kann so weitergehen. Und da hat sich nur einer richtig lustig oder haben sich welche lustig gemacht und auch ein Reporter. Und das möchte ich euch mal abspielen. Das ist ungefähr eine Minute, was die da über ihn gesagt haben. Das muss man sich mal anhören. Ich werde das mal abspielen jetzt, wenn es klappt. Was? Denn in Thüringen erreicht die FDP 1,1%. In Sachsen kommen die Freien Demokraten auf 0,9%. Sogar die Tierschutzpartei ist stärker, 1,0%. Das Ergebnis kommentierte Lindner auf X und zeigte sich kämpferisch. Dieser Tweet sorgte für bitterböse Reaktionen. Störung der Totenruhe. Christian, der Gaul ist totgeritten, kommentiert der Nutzer Mark A. Wilms. Sie waren am Zügel, sie haben verkackt. Lassen Sie es gut sein. Wenn die FDP überhaupt noch weiter existieren soll, muss sie aus der Ampel. Alles andere ist Störung der Totenruhe. Überflüssig. Nutzer Thomas Blank rechnet mit Lindners Kopfhochansage ab. Sie wurden gerade als überflüssig gewählt, ihren Optimismus kann sicher kein Psychiater erklären. Totengräber des Liberalismus. Ihr habt eure liberalen Werte doch für Dienstwagen und Ministerpensionen verramscht. CL, Christian Lindner, DR, Sie werden in die Geschichte eingehen als der Totengräber des Liberalismus in Deutschland, schreibt Nutzer Compute Erpel. Totes Pferd. X-Nutzerin Charlotte, eine Weisheit der Dakota-Indianer besagt, wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Ego-Spiele. Bei der Arroganz, mit der Sie und Ihre FDP den Wählern gegenübertreten, ist das kein Wunder. Anstatt das Problem zu erkennen und für die Demokratie zu kämpfen, machen Sie Ego-Spiele, kommentiert Blogger und X-Nutzer Zef Rosenberg. Verlassen Sie die Ampel. Nutzer Tarex kommentiert, ziehen Sie endlich die Konsequenzen und verlassen Sie die Ampel. Viele Grüße ehemaliger FDP-Wähler. Ja, da kann man ja sagen, was der einige Bürger auch da zu diesem Thema im Endeffekt sagen. Und da sitzt ja, wie gesagt, Christian Lindner ja natürlich jetzt auch in der Bredouille, weil diese drei Parteien, die hängen alle zusammen und jeder wird vom Kapital anders hinten gesteuert. Die Grünen von den erneuerbaren Energien, Christian Lindner und die von den fossilen Energien. Und dadurch passt das alles sich zusammen und dadurch explodiert ja natürlich jetzt auch dieser ganze Kessel, der sich da zusammengebraut hat. Und Christian Lindner, wie gesagt, die sind ja sehr eng auch mit der Rüstungsindustrie verbunden, auch durch Strack-Zimmermann und durch KKR, die ja Anteile an Hensoldt haben und das für großes Geld verkauft haben. Also diese ganze FDP im Endeffekt, die wird sowas von implodieren demnächst, dass die gar keinen Fuß mehr auf den Boden bekommt. Und diese Altparteien, die politische Landschaft, denke ich mal, die wird sich sehr verändern, weil viele Dinge, die ja, man als korrupt bezeichnen muss, jetzt langsam ans Tageslicht kommen werden. Und die werden teilweise sicherlich nicht zu halten sein in dieser Besetzung. Und deswegen ist es ja vielleicht schon mal ganz gut, wenn Christian Lindner schon mal lernt, wie man Pferdeboxen ausmistet. Das kann er mit seiner Frau ja gut. Und die hat ja im Endeffekt ja auch über KKR ihren Posten damals bei Welt bekommen. Denn Welt gehört ja auch zur Bild-Zeitung und zu diesem ganzen Konsortium dazu. Und KKR ist dann Anteilseigner von der Bild-Zeitung. Und der Döpfner ist, wie gesagt, ein großer Fan von der FDP und er wollte ja nicht, dass die CDU und dass die Grünen eben an die Macht kommen. Und deswegen haben die auch immer schön hochgeschrieben. Nur das alleine nützt ja auch nichts, wenn die Politik trotzdem daneben geht. Also die FDP, also die denke ich, die wird aus dem Bundestag beim nächsten Mal wieder rausfliegen und in schweres Fahrwasser reinkommen.